diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie das Flächengreifsystem FMHD reinigen können. Dabei wird insbesondere die Reinigung der Flugkörperventile sowie des Trennzylinders gezeigt. Das Flächengreifsystem FMHD wurde besonders wartungsfreundlich konzipiert und eignet sich daher für den Betrieb in Umgebungen mit hohem Anfall an Staub und Späne, wie beispielsweise in der Holzindustrie. Öffnen Sie die Schnellspanner und nehmen Sie die Wechselplatte ab. Die Einhängevorrichtung muss sauber sein. Überprüfen Sie die Dichtmatte und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Das Wechselprofil kann als Einzelteil ohne die Dichtmatte mit Druckluft abgeblasen oder mit einem Reiniger gesäubert werden. Bei starker Verschmutzung muss das Ventilprofil ebenfalls gereinigt werden. Lösen Sie hierzu als erstes auf einer Seite die Schrauben des Enddeckels um wenige Millimeter, sodass das Funktionsprofil beim Herausnehmen die stirnseitigen Dichtungen nicht beschädigt. Lösen Sie als nächstes die Schrauben des Funktionsprofils. Beginnen Sie mit den äußeren Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Ventilplatte dabei nicht herunterfällt. Sind die Ventilplatte und deren Bauteile stark verschmutzt, sollten diese ebenfalls gereinigt werden. Entfernen Sie zunächst vorsichtig die Ventilfolie. Prüfen Sie anschließend, ob die Ventilfolie nochmals verwendet werden kann. Achten Sie dabei auf den Stärkegrad der Verschmutzung, dass die Dichtung und die Folie ohne Einrisse sind und die Kleeblattgeometrie nicht zerstört wurde. Entnehmen Sie die Flugkörper und legen Sie sie anschließend in ein Seifenbad. Blasen Sie das Profil ohne die Dichtung und die Flugkörper mit Druckluft aus oder reinigen Sie es mit Seifenwasser. Lassen Sie anschließend alle Teile gut trocknen. Um zu überprüfen, wie stark die Verschmutzung im Grundprofil ist, nehmen Sie den Enddeckel komplett ab. Achten Sie beim Abnehmen des Funktionsdeckels darauf, die Schlauchverbindung vom Trennzylinder zu lösen. Blasen Sie den Greifer mit Druckluft aus. Setzen Sie die Flugkörper wieder in die Ventile ein. Kleben Sie nun die Ventilfolie wieder auf. Achten Sie dabei auf eine Übereinstimmung der Öffnungen mit der Kleeblattgeometrie und den Ventilen. Bitte beachten Sie die Asymmetrie der Ventilplatte und schrauben Sie sie an das Grundprofil an. Ziehen Sie zunächst die inneren Schrauben mit einem Anzugsmoment von 10 Nm an.
Grund- und Ventilprofil müssen bündig zueinander abschließen und dürfen nicht zueinander verschoben sein. Schrauben Sie den Enddeckel mit einem Anzugsmoment von 10 Newtonmeter wieder fest an. Hängen Sie anschließend das Wechselprofil wieder ein und spannen Sie es. Um zu überprüfen, in welchem Zustand die Dichtung der Verschlussplatte des Kompaktzylinders ist, können Sie die Schraube der Montageplatte lösen und die Baugruppe entnehmen. Schalten Sie zunächst die Druckluft ab und lösen Sie anschließend die vier äußeren Befestigungsschrauben der Zylindermontageplatte. Entfernen Sie die Montageplatte mit Zylinder aus dem Greifer und lösen Sie dabei den Pneumatikschlauch vom Zylinder. Bauen Sie den Zylinder ein und verbinden Sie ihn wieder mit dem Pneumatikschlauch. Bitte beachten Sie, dass der Schlauch nicht geknickt wird oder so liegt, dass die Funktion des Trennzylinders dadurch beeinträchtigt wird. Nachdem der Greifer gereinigt wurde, sollte eine kurze Dichtheitsprüfung durchgeführt werden. Haben Sie die Prüfung erfolgreich abgeschlossen, kann das Flächengreifsystem FMHD wieder eingesetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.schmalz.com/fmhd oder bei unseren Systemberatern.